Hallo und herzlich willkommen bei Schweighofer-Art, dem Bastelkanal für Fotografen, Bildbearbeiter und solche, die so etwas nie werden wollen. Mein Name ist Matthias Schweighofer und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mal dabei seid, eingeschaltet habt. Und heute gehen wir mal auf einen speziellen Wunsch ein, und zwar geht es um Kamerarucksäcke bzw. Kamerataschen und ob man sie auch selbst machen kann bzw. ob ich es hinbekomme. Ich habe eine gebaut, und zwar ist eine IKEA-Tasche, und ich zeige euch jetzt einfach mal in den nächsten folgenden Minuten, wie so etwas geht und wie viel Spaß das machen kann. In diesem Sinne, Peace, Love in Photoshop. Wir sehen uns gleich. Intro jetzt. Für den Bau so einer super tollen Sicherheitstasche benötigen wir das ganze Zeug. Zumindest gehe ich davon aus. Ich habe das Video, das ihr jetzt vorhin gerade gesehen habt, ja erst in der Zukunft gedreht, wo dann schon alles fertig war. Das heißt, ich kann theoretisch gar nicht sagen, was ich jetzt wirklich dann schlussendlich brauche. Vertraut mir einfach, dass das dann schon cool wird. Warum weiß ich eigentlich, was ich in der Zukunft brauche? Wie kann ich das mit dem Video machen? Das ist so eine komplizierte Geschichte, aber es ist cool. Also ich habe jetzt hier mal Stoff und einen Fließstoff und hier normalen Stoff. Eine IKEA-Tüte, dann so ein Band, das man eigentlich für so Rucksackschnallen ganz gut verwendet. Eine der Schnallen eben, die man für so Rucksäcke braucht. Dann habe ich so Klettbänder, die habe ich aus dem Hofer, das ist der Lidl oder Aldi bei uns. Die sind ganz gut, die sind auf einer Seite ganz klein mit Klett, der Rest ist eben Vlies. Das gibt es in Schwarz und in Blau. Dann habe ich eine gelbe Schnur, die ein bisschen dehnbar ist und die dazu passenden kleinen Kordeln. Das heißt, das sind diese Kordelstopper. Okay, das ist ausreichend Material. Ich überlege gerade, ob ich noch was brauche. Ja, ich brauche halt Nadel und Faden und ordentlich viel Geduld. Wenn ihr sagt, ihr habt sowas noch nie gemacht, schließe ich mich einfach an euch an. Ich habe das auch noch nie gemacht. Ich gehe nur davon aus, es ist machbar. Und das, was hier liegt, das kostet einen Apfel und ein Ei, weil wir haben so einen Second-Hand-Laden für Stoffe. Das heißt, das, was ich hier in Stoffmaterialien verarbeite, kostet, glaube ich, 4 Euro. Und ich habe dann noch was über. Ich könnte wahrscheinlich sogar zwei machen. Eine IKEA-Tasche kostet, glaube ich, 50 Cent oder so. Und der Rest hier ist auf Amazon gekauft oder eben ganz günstig im Lidl oder Aldi. Solche Sachen habe ich unten verlinkt. Das heißt, ich würde vorschlagen, wenn ihr so etwas baut, wenn ihr es euch zutraut, baut gleich 3, 4 von den Teilen. Das sind geile Geschenke, es ist selbst gemacht. Und vor allem das, was das dann das Letzte ist, was man baut, das ist meistens das Schönste. Und das sollte man dann für sich selbst kaufen. Ziel ist es, wir bauen eine etwas stoßfeste, leicht wasserdichte, oder sagen wir so spritzwasserfeste Hülle für eine Kamera. Und zwar, die einen Rucksack ersetzt. Denn ich möchte, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo einen Städteurlaub mache, dieses Teil hier einfach mitnehmen können. Das hat locker irgendwo in der Tasche Platz oder kann sogar am Kamerangurt gut befestigt werden. Und soll es mal regnen oder ich meine Kamera schützen wollen, dann kann ich das einfach einschlagen. Es ist stoßgesichert, es tut mir selbst nicht weh, wenn es auf mein Brustbein schlägt, wenn ich die Kamera umgedreht habe oder um meinen Hals habe. Und vor allem, eine IKEA-Tüte kennt jeder. Und jeder geht davon aus, dass eine IKEA-Tüte billigen oder kostengünstigen Inhalt beinhaltet. Das heißt, wenn ihr eure Kamera mit dem dann einschlägt und vielleicht sogar noch irgendwo so ein IKEA-Band mit draußen habt, dann geht keiner davon aus, dass da was Teures drinnen ist. Meine Theorie. Gut, ich würde mal sagen, ich quatsch wieder viel zu viel. Wir legen mal los. Wir schneiden uns mal einfach hier die Stoffe und das Vlies zu. Und die Tasche. Ich habe mir meinen Stoff jetzt schon mal gut ausgelegt und zwei Dinge, die ihr überhaupt ganz dringend braucht, ist einmal so eine Kreide, die gibt es in Weiß, Blau, Schwarz. Ich brauche die jetzt hier mal in diesem Grau-Weiß. Und ein Schneidmesser, das man auch rollen kann. Sieht aus wie so ein Käsemesser. Ich habe es unten verlinkt. Das ist jetzt von Lux Tools. Kostet fast nichts. Aber mit dem kann man unfassbar gut Stoff schneiden. Wenn man hier mit einem Cuttermesser geht, passiert es mal, dass der Stoff so zittern anfängt. Und wenn ich hier durchfahre mit dem, geht es wunderbar. Ich habe meinen Schrank hier ganz kurz mal zerlegt. Das ist im Prinzip ein sehr schönes rechteckiges Schrankinlay. Und mit dem kann ich jetzt hier 55 x 55 cm schön ein Quadrat aufziehen, denn auf Stoff irgendwas rechteckig aufzuziehen ist sehr kompliziert, zumindest für mich. Optimal. Und hier kann man jetzt entweder freihändig das Ganze schneiden, achtet darauf, dass ihr eine gute Schneidunterlage habt, oder ihr nehmt zusätzlich noch ein Lineal, und das mache ich jetzt. Ich habe eine dieser kleinen IKEA-Tüten hier genommen, die leider Gottes das Maß nicht aufweisen, das ich eigentlich brauche.
ich möchte hier 55 auf 55 cm das Ganze machen. Jetzt habe ich die Ikea-Tüte so aufgeschnitten, wie ihr gerade gesehen habt, dass man im Prinzip jetzt hier die ganzen Seitenteile hat mit den Henkeln. Und ich schneide mir jetzt mal 55 breite Scheiben hier raus. Vorne eben ist der Henkel hier schön mittig drinnen. Und das Ganze mache ich mit einem Cuttermesser, weil die Ikea-Tüten schneidet man besser hier mit dem Cutter. Und da werden wir die zwei Teile hier, glaube ich, einfach schön zusammennähen, damit das dann wieder Hand und Fuß hat. Sollte ich übrigens die ganze Zeit von 55 cm gesprochen haben, das stimmt nicht ganz. Ich habe gerade nochmal nachgemessen. 50 cm ist das Ausgangsmaß. Das heißt, wir brauchen ein quadratisches Element aus Stoff, 50er 50, eines aus IKEA, 50er 50 Matten und so, und eines aus Vlies. Ja. So, dann sind die jetzt mal einfach gesichert und zusammengeklebt. Genäht wird später. Das wird cool. So, und jetzt brauchen wir noch ein Vlies. Oh, ist das ekelhaft. Das ist wie Pelz. Nein, ich habe keine Pelz- oder Vliesphobie. Es ist einfach nur... Es ist so komisch zum Anfassen. Ich habe da ja null Ahnung, ob das auch so gehört dann schlussendlich, aber wir werden es rausfinden. Wenn man es nicht einfach macht, dann kann man schlussendlich nicht sagen, dass man jetzt endlich rausgefunden hat, wie es funktioniert. Jetzt weiß ich zum Beispiel, dass Klettband, oh nein, da sehr gut drauf, nein, nein, schau mal, das ganze Klettband im Arsch. Nee, das kostet eh nichts. Nee, nee. Na, bitte nicht da. Na. Busa. Also dieses Vlies. Ich mag das nicht. Hä? Was ich nicht mit einberechnet hatte, dass diese Platte nicht quadratisch war. Sondern die Plakate, die hatte 55 auf 50 cm. Und ich wollte doch ein Quadrat machen. Ja, dann schneiden wir halt einfach von den 55 nochmal 5 weg. Ne? Ich dachte, das wird das erste souveräne, ernstzunehmende Video, das ich jemals produziert hatte. Und dann diese Fehler. Boah, ich bin echt ein Verfechter von Vlies. Das klingt doch schon so, als würde es schneiden. Warum schneidet es dann nicht? Ich sollte anfangen, wie in den Kochshows, einfach schon was schön seriös vorzubereiten. Und dann sagen können, ich habe da schon was vorbereitet. Wo jeder sagt, ja, ja, das braucht 10 Stunden, bis du sowas gemacht hast. Aber das, dann wird es funktionieren. So, also ich habe da schon was vorbereitet. Ich habe einmal Vlies und einmal den schwarzen Stoff schön auf 50 cm im Quadrat zugeschnitten. Die Folie für meine IKEA-Tasche, die dann oben drüber kommt, die dann schlussendlich auch eine wasserdichte Hülle bildet, die habe ich noch nicht zurecht geschnitten auf das richtige Maß. Das mache ich jetzt, während die Kamera ausgeschaltet ist, weil sonst flippe ich aus. Und dann baue ich mal hier die Nähmaschine auf und dann werden wir hier kurz mal ein bisschen nähen. Ja. Also bei meinem letzten Bastelvideo, Pimp My Softbox, habe ich viele Handgriffe auf meiner Nähmaschine gemacht, die einem Vollprofi, der mit Nähen total was am Hut hat, eine schlimme Nähnadel im Auge gewesen ist. Ein Dorn im Auge, Entschuldigung. Das mag sein und ich lerne aus der ganzen Geschichte, Leute. Und ich habe das auch hoffentlich so kommuniziert, dass ich kein Vollprofi bin. Fakt ist nur, es gibt Sachen, die kann man einfach nicht wissen. Und da gibt es dann die Profis, die einem das sagen. Das heißt, schimpft mich nicht, sondern sagt mir einfach, wie es richtig geht und alles ist gut. Zum Beispiel hat mir jemand eine 87 Seiten starke Anleitung dieser Nähmaschine zukommen lassen auf Englisch und eine 88 Seiten starke auf Deutsch. Was ich auch toll finde. Die lese ich mir dann mal durch, wenn ich Zeit habe. Aber sowas ist sehr hilfreich. Ja? Fakt ist, ich muss einen neuen Faden einspannen und da gibt es zum Beispiel jetzt einen Megatrick.
Ihr müsst natürlich hier eure ganze Nähmaschine, wenn ihr den Faden einspannen wollt, neu nicht komplett umbauen. Nein, das habe ich falsch gesagt. Ja, das kommt das Teil runter, das neue Teil kommt drauf. So, und wenn man ein bisschen mit überlegt, was ich nicht getan habe, dann kann man den Faden hier jetzt einfach wegmachen. Den lässt man noch drinnen hier und knotet den anderen einfach an diesen vorhandenen Faden dran. So, jetzt gehe ich hier unten hin, nehme meinen Faden und ziehe den komplett durch und das funktioniert erstaunlich gut. Optimal, somit wäre mein Hauptfaden, also der große Faden von oben, sehr, sehr schön hier eingespannt. Das klappt optimal. Und von unten, der wird einfach abermals so eingespannt. Wobei, wenn man den einfach nur reinlegt und zwei, dreimal hier dreht, dann holt oder fischt die Nadel selbst den Faden, den Unterfaden raus. Den kann man dann mit der Schere von unten rausholen und dann klappt das noch besser, als ich es gesagt habe. Ist er schon drin? Ich hasse diese Frage. Und somit wäre meine Nähmaschine startklar. Gut. Gut, mein Ziel ist es jetzt, unsere drei Schichten hier einmal quadratisch zusammenzunähen. Das heißt, dass wir mal komplett rundherum gehen. Ich weiß nur noch nicht, ob das vielleicht ein fataler Fehler ist. Es könnte nämlich unter Umständen sein, dass es besser wäre, wenn ich diagonal hier zweimal durchgehe. Dann ist die Frage, ich möchte das Ganze ja eigentlich auf links genäht haben. Auf rechts, sagt man. Ich glaube, ich mache das so. So, wir nehmen den Vlies mal raus, nähen das jetzt hier zusammen, und zwar rundherum, aber lassen irgendwo noch eine kleine Lücke frei. Genauso machen wir es jetzt. Wir machen das jetzt, als würden wir ein Kopfkissen nähen. Das ist, glaube ich, das Beste. Genau. Ich glaube, so konzentriert bin ich nur beim Space Shuttle fliegen und beim Nähen. Krass. Wie weit nähe ich hier jetzt das letzte Stück zu? Nun so weit, dass ich mir noch eingestehen kann, ich schaffe es, das Vlies hier reinzubekommen und das letzte Stück händisch zuzunähen. Denn das muss händisch zugenäht werden, wenn man es schön haben möchte. Ich bin echt am Überlegen, ob ich es schön haben möchte. So, was tun wir nun? Wir müssen das ganze Teil umstülpen. Und durch dieses Loch umstülpen. Also ihr seht, ich stecke hier mit dem ganzen Oberarm drinnen und versuche die ganzen Ecken mit den Fingern hier noch auszufüllen. Boah Leute, ihr müsst das Video unbedingt mit Bild ansehen. Wenn wir das jetzt hier nur mit Ton hier übermitteln und das, was ich hier sage, nehmt ihr ernst, dann werde ich gesperrt hier auf YouTube. Ich habe einen mega Denkfehler gehabt. Dieses Gafferband, das wäre ursprünglich, eigentlich sollte das in meinem Pack drinnen sein. Jetzt ist es wunderschönerweise draußen. Es wird ein Stilelement. Und da ich Klebeband gaffermäßig ja so gern mag, ist das okay. Aber eigentlich wäre es gedacht, auf der einen Seite komplett blau, auf der anderen schwarz. Wenn ihr aber jetzt wirklich einfach nur einen Ikea-Sack nehmt, einen größeren, die ganz unerschrockenen Illegalen haben den gelben, weil sie den geklaut haben, dann würde ich sagen, ist es okay, wenn ihr das auch ohne den Band macht. Aber halt nur mit dem Band wirkt es original. Es gibt so Materialien, die mag man nicht wirklich gerne anfassen. Kakteen gehören da bei mir drunter. Und eben so ein Vlies. Nun muss das hier wirklich schön in die Ecken reingestopft werden. Und das muss richtig schön hier drinnen flach liegen. Weil die nächste Vernähung wird das dann hier komplett zu 100% in Form bringen. Und wenn man das jetzt hier wellig reinmacht, dann wird's kacke. Dann sieht es nicht mehr gut aus. Ich muss mir hier jetzt mal eine diagonale Linie aufzeichnen, damit ich weiß, wo ich nähe. Ich will nur keinen Kreuzstich, ich will einen, der so aussieht. Also so geraden, nix zickzack. Soll gerade sein, weil das wird jetzt wie so ein total edler alter Sessel.
mit so einem Rautenmuster. Vielleicht wird es auch nur ein quadratisches Muster. Mal schauen. Aber es ist auf jeden Fall ein Muster und es soll nicht zickzack sein, es soll gerade sein. Jetzt muss ich kurz schauen. K1A. 1KA. So, kurz testen. Ganz gerader Naht. Bevor ich das jetzt hier zumache, nähe ich eben hier jetzt schon mal das Teil in der Mitte fest. Das heißt, wir fahren hier jetzt von Spitze zu Spitze. Ha! Mensch, Emil! Das läuft ja! Sieht aus wie ein Taco Bell, oder? cool. Ja, also warum kann ich sagen, dass das so ganz gut funktioniert? Ich finde das eigentlich total uncool, dass uns IKEA verschweigt, was man alles mit ihren Säcken machen kann. Man sollte doch da eigentlich eine total tolle Plattform machen. Jeder Mensch hat diese scheiß IKEA-Säcke zu Hause. Aber was man draus machen kann, weiß keiner. Plastikmüll rein. Die Pfandflaschen zurückgeben, ja, das war's. Nee, wir bauen uns einen Kamerarucksack draus. Genau! Wenn ihr soweit fertig seid, seid ihr noch nicht fertig. Denn ihr müsst das Ganze noch in diese Richtung nochmal so abnähen. Gut. Schlussendlich möchte ich, dass die Kamera, wenn sie so um den Hals hängt, hier drinnen liegt. Das heißt, ich möchte das dann so drüber schlagen. Die Gurte bleiben hier raus und dann kommt hier einer drüber. Das heißt, hier drinnen können wir uns eigentlich so einen Klettverschluss machen. Der muss nichts halten, der ist einfach nur dafür da, dass das nicht so aufplatzt. Ja. Es muss nicht dreifach geklettet sein, der untere braucht nicht geklettet sein, aber ich glaube, ich werde hier, ich habe ja blaue Kletts, mir hier einen Streifen Klett reinnähen und hier einen Streifen Vlies draufnähen. Dann geht das, ja. Seht ihr, das muss einfach nur so ein bisschen halten. Und jetzt kommt hier das Teil mit der Kordel. Entweder man klappt es ein und macht es ganz spitz oder man lässt es breit. Aber ich denke, so ist es in Ordnung. Das passt gut. Und jetzt brauchen wir Kordel. Kordel! Kordel! Und die Frage der Fragen, wie viel Kordel braucht man? Probier mal so viel. Jetzt hätte ich mir beim Schneiden der restlichen Fäden fast das ganze Teil mit abgeschnitten. So. Hey, das passt farblich ja sogar richtig so gut zu IKEA, oder? Das Band. Schön. Okay, jetzt kommt die Kordel drauf. Da habe ich mir gleich, ich glaube, 30 Stück am Stück gekauft. Sagt man das so? 30 Stück auf einmal gekauft. Denn ich nutze diese Kordel extrem gerne in der Fotografie. Das sind irgendwie so meine Teile. Da mache ich vielleicht mal ein eigenes Video drüber. Die brauche ich ständig. Ja? Zum Hintergrundsystem zusammen zurren. Das kann man einfach für alles brauchen. Ja? Kostet nicht viel. Sieht gleich mal schick aus. Und in unserem Fall jetzt eben auch perfekt hier für diese Art und Weise der Anwendung. Ich baue noch was ein. Fertig! Ich würde mal sagen, für den ersten Test, dafür, dass es der Schweighofer gemacht hat, sensationell. Falls ihr jetzt da Profi-Näher seid, habt ihr bestimmt bessere Ideen. Ich weiß jetzt zum Beispiel, ich hätte mir wahrscheinlich diesen extrem hässlichen Fließstoff dazwischen, da dieses weiße Teil, komplett sparen können, weil ich bin hier fast schon zu dick. Also ich muss jetzt sagen, ich traue mich fast wetten, dass man hier die Kamera aus einem Meter Höhe dann fast schon fallen lassen kann. Und es wird nichts passieren, weil das ist wirklich gedämmt. Wie soll das Ganze funktionieren? Das heißt, das Ganze sieht mal so aus. Hier unten habe ich jetzt die Kordel, eben mit dem Kordelstopper drinnen. Dann habe ich auf der rechten Seite von mir aus gesehen hier ein Vlies
und hier auf der linken habe ich ein Klett, dass ich dann das zusammenbauen kann. Und hier im oberen Drittel auf der rechten Seite habe ich jetzt einfach nochmal so ein Klettband hier hängen gemacht. Das dient dazu, dass man das Ganze hier einfach befestigen kann. So, das heißt, ich könnte unter Umständen, ja, das Teil hier festmachen, falls ich ständig mit dem rumlaufen möchte. Und ich werde es nicht verlieren. Ich kann dann hier die ganze Zeit Fotos machen und das Teil läuft hier einfach mit. Gut. Kamera wird in die Mitte gelegt. Das kann man übrigens auch auf der Brust so anziehen. Ich zeige es euch dann nochmal. Dann kommt das erste hier drüber bis vor zum Objektiv. Der zweite, der dritte, der wird hier zugemacht. Und jetzt wird das Ganze hier vorne eingeschlagen. Das ist eigentlich wie so eine IKEA-Dönertasche, ne? Die Kordel kommt unten durch, wird vorne wieder rausgezogen und hier jetzt einfach so drüber gezogen und dementsprechend scharf zusammengezogen, wie man es braucht. Und jetzt sind wir spritzgeschützt. Hier kann kein Wasser mehr ran, schlaggeschützt. Ja. Und es sieht nach IKEA aus. Und jeder, der sich jetzt noch einen Gag machen möchte, kann ja hier die IKEA-Sachen noch verwenden und sie irgendwo logotechnisch hier noch so raufnehmen. Das Ganze kann auch stehend angezogen werden. Das wird eigentlich so schon fast gehen. So, sieht scheiße aus. Ist halt blau. Wird aber nicht geklaut, weil jeder weiß, die IKEA-Tüte. Ist nichts Wertvolles drin. Und ich baue das jetzt einfach nochmal ein bisschen dünner. Und zwar brauche ich das für meine nächste Reise. Weil wenn es da mal regnet, dann bin ich Spritzwasser geschützt. Und ich muss ständig einen Rucksack mittragen. Ich könnte auch noch innen drin eine kleine Tasche machen für meine Speicherkarten. Oder für Kleingeld. Oder wie auch immer. Da meine nächste Reise aber nach Las Vegas geht, werde ich eher sandgeschützt machen. Naja. Und ich habe jetzt vor allem, das ist das Geile, ein großes Schweißtuch. Nein, Spaß, ich meine natürlich auch ein Säckchen, wo ich mich hinsetzen kann, hinknien kann. Also für das finde ich es wieder nicht blöd. Es gibt tausend Möglichkeiten, wie man das jetzt so verkaufen kann, dass jeder glaubt, Herr Schweighofer hat was Gutes gebaut. In diesem Sinne, Leute, wenn ihr Anmerkungen oder Anregungen, Ideen oder Wünsche habt, vielleicht auch Wünsche für weitere Videos, wie ich sie zeigen kann, mache ich dies natürlich gerne. Schreibt sie einfach unten in die Kommentare rein. Auf YouTube geht das am besten. Wenn das Ganze aber auf Facebook, Instagram oder auf meiner Homepage gemacht wird, auch kein Stress. Hier oben könnt ihr meinen Kanal liken. Würde ich mich sehr freuen über ein Like. Hier gibt es das letzte Video. Und hier unten verlinke ich von meiner Seite die aktuellen Downloads. Schaut da auch mal vorbei. Ich würde mich freuen. Peace, Love in Photoshop. Schweighofer. Ich nähe für mein Leben gern. End out.